Hallo Max hier. In diesem Video erfährst du, was die 5 Fehler sind, die die allermeisten Geschäftsführer im Vorstellungsgespräch machen, die dazu führen, dass Kandidaten sich gegen das Unternehmen oder vielleicht sogar für einen Wettbewerber entscheiden. Und du erfährst, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Max Schmiedendorf, ich bin einer der Geschäftsführer hier bei Junek Consulting und wir betreuen unsere Partner auch regelmäßig bei ihrem Bewerbungsprozess. Und da kommen wir zwangsläufig auch immer an den Punkt des Kennenlernen respektive des Vorstellungsgesprächs. Und da stellen wir fest, dass Unternehmer immer wieder die gleichen Fehler machen. Und wenn du diese Fehler vermeidest, dann sorgst du dafür, dass du am Ende ein besseres Recruiting machst und mehr Kandidaten dir zusagen, auch wenn vielleicht starke Wettbewerber mit im Spiel sind. So, was ist der allererste Fehler? Fehler Nummer 1 ist kein gutes Framing. Was meine ich damit? Frame ist Englisch, bedeutet so viel wie Rahmen. Und du kannst dir merken, der Rahmen ist immer ein bisschen wichtiger als der tatsächliche Inhalt. Das kommt daher, dass es in der Wissenschaft den Primacy-Effekt gibt. Der Primacy-Effekt besagt, alles erstrahlt immer im Lichte des ersten Eindrucks. Du kennst vielleicht das Sprichwort, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance und das auch aus gutem Grund, denn wenn ich einen positiven ersten Eindruck habe, dann wird alles, was danach kommt, immer in einem positiven Licht gesehen und umgekehrt genauso, wenn ich am Anfang einen negativen Eindruck mache, wird alles, was danach kommt, eher in einem negativen Licht gesehen. Das heißt, sorgst du für keinen guten Rahmen vor dem Vorstellungs- oder Kennenlerngespräch, dann sorgt das immer zwangsläufig dafür, dass der Kandidat alles Weitere im Kennenlerngespräch sehr kritisch sieht. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ist es denn so, dass du aktuell deinen Kandidaten, wenn sie zu dir ins Unternehmen oder bevor sie zu dir ins Unternehmen kommen, zum Kennenlerngespräch, einmal eine E-Mail bekommen, wo drin steht, wie ist die Anfahrt, wann sollte man da sein, wie kommt man am besten dorthin, welche Klamotten sollte man tragen? Das ist heute übrigens nichts Selbstverständliches mehr, dass man sich immer einen Anzug anzieht oder was auch immer, sondern die Kleidung sollte ja ans Unternehmen angepasst sein. Und woher soll der Kandidat denn wissen, wie dort alle angezogen sind? Vielleicht sieht er das mal in irgendeinem Video online oder sowas, aber er weiß ja nicht, ob das, was da im Video ist, auch der tatsächlichen Realität entspricht. Und niemand fühlt sich gut, wenn er komplett underdressed oder komplett overdressed ist. Deswegen pack doch dem Kandidaten einfach so eine Information in eine Vorab-E-Mail. Wer wird an dem Gespräch mit teilnehmen, damit sich der Kandidat vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten kann, mal auf das LinkedIn-Profil gucken kann, vielleicht auch mal auf das Xing-Profil gucken kann, um dann bestmöglich auf das Gespräch vorbereitet zu sein. Das ist das eine, was zum Thema Rahmen im Vorfeld dazu gehört, aber auch schon an dem Tag, wo das Vorstellungsgespräch stattfindet, kann man noch so das ein oder andere machen. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der war bei einem Bewerbungsgespräch und dann wurde unten am Empfang auf ihn schon gewartet mit einer Tafel, wo sein Name drauf stand und dann war da ein Concierge und der hat gesagt, hallo Herr Mustermann, ich habe schon auf Sie gewartet, Sie haben heute den Termin mit dem Herrn Müller, richtig? Und dann war der erstmal total baff, weil er hat gemerkt, boah, wow, hier wird sich mit mir beschäftigt, die haben sich vorbereitet, sogar der Concierge weiß, wie ich heiße. Und das ist so eine Kleinigkeit, da ist gleich wieder bei mir als Kandidat im Kopf, oh, wenn die sich hier so eine Mühe geben und so wertschätzend sind, dann sind die wahrscheinlich auch bei den anderen Dingen so wertschätzend. Und wenn du dann im Gespräch vielleicht auch mal eine kritische Frage stellst, dann denkt sich der Kandidat nicht, boah, was ist das für ein doofer Typ oder unsympathisch, dass der jetzt hier so eine kritische Frage stellt, sondern der denkt sich, die werden schon ihre guten Gründe haben, warum sie eine solche Frage stellen. Das gilt natürlich nicht in meinen 100% der Fälle, aber über die große Zahl hinweg sorgt es einfach für einen positiveren Eindruck. Deswegen ganz wichtig, Fehler Nummer 1 vermeiden und sorge für ein gutes Framing direkt am Anfang oder schon davor. Fehler Nummer 2 ist, dass die Gehaltsvorstellungen im Vorfeld nicht richtig kommuniziert worden sind. Ganz häufig haben wir das so, dass Unternehmer sich in so einer gewissen Mangelposition befinden, sehr gerne einen Kandidaten hätten und alle kritischen Themen gerne eher ans Ende verlagern, weil sie hoffen, dass sie in der Zwischenzeit die Kandidaten so vom Unternehmen begeistern, dass dann die restlichen Themen ausgeblendet werden können. Dann hat man es ganz häufig, dass dann der Kandidat im Vorstellungsgespräch, wo man ja schon viel in den Kandidaten investiert hat, seine Gehaltsvorstellung äußert und die ist dann so unerwartet,
erwartet und manchmal auch so hoch, dass das ganze Gespräch irgendwie kippt, nicht angenehm ist. Während, wenn du im Vorfeld schon dafür sorgst, dass diese Information eingeholt wird, zum Beispiel durch ein kleines Formular, was vom Bewerbungsgespräch einmal eingeholt wird, wo man einfach abfragt, hey, wie ist denn deine Jahresbruttogehaltsvorstellung, dann weißt du schon im Vorfeld, kann ich mir diesen Kandidaten leisten, passt der hier rein und vor allen Dingen auch, du weißt dann schon im Vorfeld, was müsste der Kandidat bei dir im Unternehmen leisten, damit du sagst, er ist seine Gehaltsvorstellung auch tatsächlich wert. Und dann kannst du auch wieder im Gespräch Fragen stellen, die abklopfen, ob er denn in der Lage ist, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Deswegen im Vorfeld immer schon die Gehaltsvorstellung des Kandidaten einholen. Fehler Nummer 3 ist ein zu hoher Redeanteil des Chefs. In den meisten Vorstellungsgesprächen läuft es so, dass der Chef ungefähr 80% Redeanteil im Vorstellungsgespräch hat. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ich weiß, woher es kommt, weil viele Unternehmer möchten ihr Unternehmen natürlich bestmöglich darstellen und möchten erzählen, was sie alles für Benefits haben und was sie alles besonders machen. Und das ist auch alles schön und gut. Aber versetz dich doch mal in die Sicht des Bewerbers. Und ich ziehe dazu immer mal wieder einen Vergleich zum Thema Dating, weil das ist sehr plakativ und da können sich die meisten reinversetzen. Stell dir mal vor, du triffst eine Frau oder einen Mann, also eine andere Person, die du attraktiv findest und du gehst mit ihr auf ein Date und die Person, die erzählt 80 Minuten, was sie alles toll macht, teilweise auch ungefragt und wie großartig sie ist, was sie alles gut macht. Stell dir mal die Frage, findest du die Person dann eher attraktiver oder eher ein bisschen weniger attraktiv? Die meisten würden auf diese Frage antworten, natürlich ein bisschen weniger attraktiv. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht auch deine Vorteile darstellen sollst, aber die Frage ist, wie viel Anteil hast du? Und der Redeanteil sollte genau andersherum sein. Das heißt, im Ideal ist es so, du als Chef hast ungefähr 20% Redeanteil und der Kandidat hat 80% Redeanteil. Und das ist auch ganz spannend, weil der Kandidat so merkt, oh, die interessieren sich wirklich für mich. Es ist nicht schon im Vorfeld alles klar und die wollen mich einfach, die suchen einfach eine Arbeitskraft, die wollen Dinge wissen. Und am besten ist es so, du fragst nicht nur Fragen zu beruflichen Themen, sondern auch zu zwischenmenschlichen Themen, damit der Kandidat gleich merkt, du hast nicht nur ein berufliches, sondern auch ein zwischenmenschliches Interesse an ihm und kannst so einen guten Eindruck hinterlassen. Fehler Nummer 4 ist, dass Unternehmer dazu neigen, die positiven Sachen immer nur zu sehen und die negativen Dinge einfach immer so ein bisschen beiseite zu schieben. Und ich verstehe auch, woher das kommt, weil Unternehmer, die möchten natürlich einen Kandidaten haben. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Arbeitskräfte und da ist man dankbar für jeden Bewerber, der irgendwie kommt. Das Problem ist nur, dass man dann so ein bisschen ja, durch eine rosarote Brille schaut und nicht erkennt, dass der Kandidat eigentlich fürs Unternehmen eher ungeeignet ist. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du einen Kandidaten hast, wo du schon irgendwie merkst, das passt nicht und dann auf Krampf versuchst, dir die Person irgendwie schön zu reden, du wirst am Ende immer enttäuscht werden. Du hast es wahrscheinlich auch schon in deiner Erfahrung erlebt, dass du mal jemanden eingestellt hast und gehofft hast und dann hast du versucht, gemacht und getan und am Ende ist es dann doch auseinandergegangen. Schau mal in deine Historie, ob es nicht schon mal so war. Und ich kann dir sagen, diese ganze Energie, die du dann da verschwendest, die kannst du lieber in gutes Recruiting stecken, zum Beispiel in irgendwelche Maßnahmen, um einen besseren Außenauftritt zu haben und so weiter. Es spart dir einen Haufen Zeit und vor allen Dingen auch Geld, weil diese Mitarbeiter dann einzuarbeiten und dann festzustellen, es funktioniert doch nicht, das ist sehr frustrierend und kostet halt einen Haufen Zeit und einen Haufen Geld. Deswegen geh mit einem anderen Mindset in dieses Gespräch rein. Wenn wir in ein Gespräch reingehen, dann schauen wir immer, was sind die Punkte, die den Kandidaten hier für das Unternehmen disqualifizieren. Das heißt, wir suchen ganz dolle danach, was disqualifiziert den Kandidaten hier für diese Stelle. Und wenn wir dann am Ende des Gespräches nichts Gravierendes gefunden haben, dann entscheiden wir uns dafür, okay, mit diesem Kandidaten möchten wir weitergehen. Und das ist auch immer das beste Mindset, weil das auch ein Stück weit ein Fülle-Mindset ist. Das heißt, dieses Mindset kannst du nur haben, wenn du glaubst, der richtige Kandidat wird schon kommen. Und wenn du selber in Fülle bist, dann wirst du auch im Außen Fülle erleben. Dann werden Kandidaten auch spüren, dass du in Fülle bist und dementsprechend sich eher zu deinem Unternehmen hingezogen fühlen. Und der fünfte und letzte Fehler ist,
dass Unternehmer direkt im Vorstellungsgespräch schon signalisieren, hey, wenn du Interesse hast, dann würden wir auch direkt gerne in eine Zusammenarbeit starten. Warum ist das falsch? Nun, weil stell dir mal auch hier wieder vor, du wärst auf einem Date und du triffst dort eine Frau oder einen Mann, eine Person, die du attraktiv findest, und die Person sagt dir schon am Ende, du, also wenn es von deiner Seite aus passt, ich würde sofort mit dir was machen, ich würde sofort mit dir in eine Beziehung gehen, wir können miteinander schlafen, wir können auch heiraten. Spür mal rein, wäre das etwas, was die Person für dich attraktiver macht, oder wäre das was, was die Person für dich unattraktiver macht? Die meisten würden hier sicherlich antworten, eher unattraktiv. Du kennst vielleicht den Spruch, mach dich rar, sei ein Star, ja, oder willst du gelten, mach dich selten. Das heißt, nicht gleich zu viel am Anfang reingeben. Ja, es ist immer wie ein Tanz. Man lässt die Leute ein Stück weit ran, dann geht man wieder ein bisschen auf Abstand, geht wieder ein bisschen ran, und so kommt eine Harmonie zustande. Und für alles gibt es seine Zeit, auch in diesem Bewerbungsprozess. Eigentlich sollte nach dem Vorstellungsgespräch noch keine Einstellung passieren, sondern erstmal noch ein nächster Schritt, zum Beispiel ein Probearbeiten. Und das Probearbeiten, das ist nicht nur gut für dich, so dass du mal siehst, was ist los, sondern das ist vor allen Dingen auch gut für den Kandidaten, für den Bewerber, weil er auch mal merkt, passt das Unternehmen denn zu mir? Und am Ende könnt ihr beide eine viel bessere Entscheidung treffen, ob es passt, und auch mit viel mehr Selbstvertrauen in diese Zusammenarbeit reingehen, am Ende eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Was machen die meisten Unternehmer? Wieder aus dem Mangel-Mindset heraus, oh, die meisten, die haben ja gar keine Lust, noch ein Probearbeiten zu machen und so weiter. Ich kann dir sagen, die Leute, die du gerne in deinem Unternehmen haben willst, die machen das sehr gerne und die möchten auch den Einblick haben, bevor sie in dein Unternehmen kommen. Das heißt, gib keinem Kandidaten im Vorfeld eine Zusage, lass ihm auch gerne ein bisschen im Ungewissen, sondern geh gerne sogar noch einen Schritt zusätzlich mit dem Probearbeiten. Und wenn du schon dazu neigst, dass du sagst, okay, ich möchte den Kandidaten zusagen, dann mache es irgendwann nach dem Gespräch und nicht direkt im Gespräch. Gut, das waren die 5 Fehler und wie du sie vermeidest. Ich hoffe, das war qualitativ hochwertiger Input und das interessiert dich. Falls ja, dann klicke am besten jetzt unter diesem Video auf den Abonnieren-Button und ganz wichtig auf die Glocke, weil dann wirst du immer wieder informiert, wenn du hier so hochqualitative Videos von uns zur Verfügung gestellt bekommst. Das soll es von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Max. Ciao.